Was geht ab, meine Hübschen? Erstmal vielen lieben Dank, Leute, an alle YouTuber, dass ihr das so feiert, das kleine Projekt hier von mir und Christoph. Wie gesagt, wir sind hier ganz am Anfang. Und noch an alle Leute, Dankeschön. Teilt es, kommentiert es, sagt allen Leuten Bescheid. Fitness Rick ist jetzt am Start. Er macht jetzt hier YouTube. Damit ihr Bescheid wisst. Wir warten erstmal auf Christoph jetzt. Der muss erstmal antanzen hier. Ja. Und dann geht's los. So, bis gleich. Wen haben wir denn hier? Hi. Guten Morgen. Christoph, die denken, du hast immer dieselben Klamotten an. Ich hab so wenig, was noch passt. Die denken nachher, was weiß ich, hier, die Filme sind hier abgedreht. Wie viel Uhr, was haben wir heute Morgen? Warte, was haben wir, welchen Take haben wir jetzt? Wie geht's dir? Sehr gut. Gut drauf, oder was? Oh, es ist viel zu kalt heute Morgen. Ja. Ich habe über 5 Minuten gekratzt, die ganze Karre war eingefroren. Scheißegal. Ein Scheiß. Und heute liegt die Waage an, ne? Wir müssen heute mal uns wiegen, damit die Leute auch alles hier verfolgen können. Alles sehr schnuffig. Damit man sieht, was noch wieder runter kann. Genau, so, dann legen wir mal los, ne? Das will Christoph auch unbedingt mit drin haben hier, Leute. Die Vögel sind eingefroren, das ist viel zu kalt und ich soll gleich raus. Was für Vögel? Das sind Enten, mein Bester. Moin, Wille, du weißt, alles sehr schnuffig. Alle eingefroren. Alle eingefroren. Christoph, du weißt Bescheid, du bist auf Sendung. Was willst du denn heute mal zeigen? Kannst du auch nicht mal ein paar kleine Tipps auch mal an den Leuten oder so geben, was man halt machen kann bei der Ernährung und so? Also erstmal gehen wir jetzt auf die Waage. Also man kann jetzt gleich sehen, was man machen kann, wenn man 14 Tage Cheat Day gemacht hat. Ja. Nach unserem ersten Touchdown habe ich jetzt 2 Wochen gefuttert. Und ab morgen geht es sozusagen in die nächste Runde. Wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Schön. Eine 112. 112 mit Klamotte. Mit Klamotte, tipptopp. Mit einem. Das heißt, ich habe ungefähr, wenn ich mit Klamotte hoch und runter rechne, 7-8 Kilo zugenommen. In 2 Wochen, wo ich vorher fast nichts gegessen hatte, jetzt wieder normal gegessen habe. Oder eigentlich auch schon wieder nicht normal, sondern schon wieder wirklich Cheat Days gemacht habe, 2 Wochen lang. Ja, und jetzt geht das wieder nochmal runter, dass wir nochmal auf die zweistellig kommen. Was ist denn, du hast Blut geleckt, wo willst du denn gerne hin? Das Gewicht, was ich jetzt gerade habe, ist nachher eigentlich mit Muskeln fast mein Endgewicht, was ich haben möchte. Irgendwas zwischen 105 und 110 so ungefähr, das denke ich, wird mit Muskeln ganz gut sein. Da muss aber noch ein bisschen was an Fett umgewandelt werden in Muskeln. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir noch bis Weihnachten auf die 99,9 runterkommen. Hey, und hast du denn vielleicht, kannst du den Leuten vielleicht was Kleines so mitgeben, was man da halt so machen kann? Du musst natürlich nicht alles verraten, weil das ist ja eine Doku, das geht ja immer alles weiter, aber vielleicht eine Kleinigkeit, dass die Leute auch ein bisschen Nährwert daran haben, so nach dem Motto, wie kann Christoph so gut abnehmen? Weißt du, so ein kleine Tipps, so kleine, du musst natürlich nicht alles verraten hier, aber kleine, damit die, ne? Ist eigentlich ganz einfach, hier im Kopf fängt das an. Weil man halt einfach man nimmt nur ab, indem man weniger isst. Sport machen hilft dabei, aber du nimmst wirklich halt einfach nur ab, indem du auf deine Ernährung achtest und das halt auch durchziehst. Und dir einfach, auch Ernährung fängt immer im Kopf an. Das heißt, du musst einfach mal überlegen, warum machst du das? Willst du das wirklich? Und wenn du das wirklich willst, dann machst du es halt auch. Und es bringt halt nichts, in sich irgendwas reinzustopfen und dann da nachher traurig zu sein, warum habe ich das gemacht? Einfach nicht essen. Also einfach halt wirklich gesund essen. Man merkt, kannst du denn was empfehlen, so sag ich mal, bevor wir gleich anfangen mit dem Training, weil vom Sabbeln passiert ja nichts, so mal eine Kleinigkeit, damit die denken, versucht das mal oder sag denen einfach mal eine Challenge, was sie zu tun haben und dann nächste Woche Freitag. Mit Essen? Ja, was Kleines und vielleicht. Irgendwie so einfach mal morgens einfach nur ein bisschen Skyr, 240, 250 Gramm Skyr mit 2, 3 Erdbeeren oder Blaubeeren. Das schmeckt lecker. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn solches ein bisschen zu trocken ist, ein bisschen Milch noch rein. Das reicht als Frühstück vollkommen aus, wenn ihr normal euch bewegt. Dann kommt der Körper in Gang, ihr bekommt was schön eiweißhaltig. Genau. Und wichtig ist aber auch, dass sie uns weiterhin unterstützen, Feedback geben, Ja. Schönen Kommentar unterschreiben. Dann erzählen wir euch auch, was ich mittags esse. Ganz genau. So, Christoph, we are ready to take off. Das heißt, wir müssen ackern für Deutschland. Aber laufen gehen. Auf geht's, nicht nur laufen. Wirst du sehen, was da passiert. Dann ist eine Sache.
warm werden. Warm werden, ja, natürlich. Ist aber auch heute kalt, du ehrlich. War richtig, ne? War richtig. Wird langsam Winter. Aber richtig Winter, aber egal, no excuses. Keine Ausreden hier. Laufen ist wichtig. Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, oder nicht? Genau, komm, komm, komm. Eins, zwei, komm, komm, komm. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, komm. Acht, neun und zehn. Und jetzt die Bank mit einem Bein raufspringen. Mit dem Bein, ja, genau. Ja, nicht ganz, ne? Also immer nur antampeln. Genau, zack. Ja, genau. Digga, hier ist nichts geschnitten, ne, Christoph? Hier ist nichts geschnitten, ne, damit du Bescheid weißt. Zack. Komm, weiter geht's. Ach, Handy fällt auch noch runter. Läuft, läuft. Komm, Christoph, weiter geht's. Du weißt, bei uns ist alles sehr schnell fake. Wir ziehen durch. Schön, und wieder Liegestütze-Position. Komm. Ja, der ist auch am Leiden wieder. Leute, das ist für ihn nochmal anstrengend. Das ist kein Spaß hier. Das ist kein Spaß hier. Das kann ich euch sagen. Der hasst mich auch nachher. Aber egal. Wo ist es auch im Weg? Ja, ja. Hast Glück, doch. So, weiter geht's. Wir laufen jetzt erstmal weiter. Komm. Komm, komm, komm. Lauf weiter. Zack, zack. Schön. Handy ist noch heil. Kümmere dich um die wichtigen Sachen. Handy kannst du später gucken. Das ist, wenn ich heute sehe. Live aus der Hut, Leute. Live aus der Hut. Christopher Ackern. Ackern für Deutschland. Aber richtig. Aber richtig, natürlich. Christoph, we are ready to take off, ne? No excuses. Komm, auf die Plätze und Gas. Komm. Komm, 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 komm. Schön. Und locker wieder runter, komm. Schön. Und wieder Gas nach oben, komm. Und Gas mit Power. Komm, 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 komm. Schön. Mehr Elan, mehr, mehr, mehr Elan. Schön. Und locker wieder runter, komm. Schön ist der, komm. Und mit Gas wieder nach oben. Komm, 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 komm. Schön. Schön, Christoph, ich weiß. Es wird langsam nervig. Super. Jetzt einbeinig hoch, einbeinig. Einbeinig, das heißt klack, klack. Genau. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Übung macht den Meister hier, komm, zieh durch. Du weißt auch, wir schneiden hier nichts. Bei mir ist alles echt. No fake. Komm, Christoph, komm runter. Ich weiß. Ich verstehe dich schon. Ich verstehe dich. Herrlich. Aber dann müssen wir durch. Ohne Fleiß, kein Fleiß. Beinwechsel, komm. Beinwechsel. Schön. Komm. No excuses hier. Alter. Leute, das hört er jetzt nicht, aber das ist schon sehr anstrengend, ne? Aber egal, no excuses. Er muss leiden, er muss leiden. Nichts kommt jetzt. Nachher mache ich empfohlen. Wie ich das mit meinen Kindern mache. Aber sammeln kannst du ja die noch. Zieh mich einfach ab. Komm, Power hast du ja anscheinend noch. Sammeln kannst du auch wie ein großer. Komm, 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 komm. Schön. Schön. Und locker wieder runter. Komm. Komm, Christoph. Schön, locker wieder runter. Schön. Jetzt hüpfen, hüpfen. Pro Stufe rauf. Genau, genau, aber mehr unten landen, unten landen. Komm mal runter, komm mal kurz runter, komm mal kurz runter. Komm mal schnell runter, ich mach das mal vor einmal kurz. Hier ist nichts geschnitten, hier ist nichts gestellt. Halt das mal schnell einmal kurz fest. Den hier will ich, den hier. Was? 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 Verstanden? Ja, leider. Alles klar, auf geht's. Vier, komm. Fünf, durchzieh. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei. Komm. Eins, zwei. Christoph, jetzt zieh durch.
Zieh durch. Komm wieder runter. Komm. Komm, der nächste. Der nächste. Nee. Komm, no excuses hier. Ohne Fleiß kein Preis. Ich weiß, Leute, das ist kein Spaß. Der muss heute richtig sein. Der muss richtig sein. Chill. Walk-Paket anscheinend. Alles klar. Das heißt, du bist ja eigentlich noch gar nicht so klein. Komm. Schön, und wieder runter, komm. Komm. Gib Gas. Komm runter. Schön, wir gehen zur nächsten Übung. Kurz, hier wirklich so. Schön. Nee, das ist auch mal. Total toll. Atme durch. Luft. Wir gehen zur nächsten Übung. Und dir Bescheid, ist das mein Ferrari da vorne. Christoph, die erste schwere Übung hast du bis jetzt gemeistert. Ja. Sauerstoffzelt. Hier. Erzähl mal, die erste heftige Übung hast du schon gemeistert. Ja, sehr gut. Jetzt geht's aber weiter. Sonst habe ich die letzten 2 Wochen aber auch nichts gemeistert. Außer gut essen. Egal. 2 Wochen Pause ist schon anders. Dafür wäre das jetzt aber wieder reingeholt. Ja. Definitiv. Läuft. Wenn ich sage, hepp, dann geht's los. Auf die Plätze. Fertig und mit Sprint hoch. Und Gas. Schön. Komm, Christoph. Komm. Schönes Ding und wieder runter. Und wieder runter. Komm. Locker runtertraben, ich weiß. No excuses, Leute. No excuses. Christoph muss hier durchziehen. Schön. Auf der Stelle stehen. Beine anziehen, den hier. Beine anziehen. Komm. Beine anziehen, komm. Und hepp! Ganz schwer hier am Morgen, nur die Sprinze. Oh lala. Komm, Christoph, wieder runter, komm. No excuses hier, keine Ausreden. Wie gesagt, Leute, das ist hier eine kleine Bag. Das geht hier auf jeden Fall aufwärts. Also es ist nicht so einfach. Das kann ich nicht sagen. Komm, auf die Plätze. Fertig und hepp. Komm. Zieh durch, Christoph, komm. Komm, mehr. Schön, und wieder runter, komm. Komm. Ich weiß, heute feiere ich dich. Ich feiere dich hier. Ich weiß. Das ist Gymnastik am Morgen, ja. Vertreibt Kummer und Sorge. Ja. Ja, super. Gut, das war. 4 Kilometer. Ja, perfekt. Richtig gut. Ich muss hier, ich hab dafür. Komm, auf die Plätze, fertig und Gas! Gas! Komm, Christoph, mehr! Schön. Und wieder runter. Komm. Komm. Und auf die Plätze. Fertig. Und Gas. Komm, Christoph. Komm. Ganz kurz durchatmen. Kurz durchatmen. Gibt's dir denn keinen Lift? Zu einfach. Und einfach können wir nicht. Nee. So, wir gehen zur nächsten Station. Ja. Ne? Weiter geht's. Du läufst, ich fahr Fahrrad. Alles klar. Ich bin fake, aber diesen Flavor, den muss ich einfach mitfahren. Ich finde das gerade so geil, dieses Flavor. Christoph ist halt nur laufen. Das ist einfach herrlich. Geile Optik. So, weiter geht's. Ich sehe hier die Leute. Alles echt, no fake. Dankeschön. Oh, ich sehe die Leute hier auch trainieren, damit ihr Bescheid wisst, Leute. Hier ist alles echt, no fake. Es geht weiter. Christoph, du Maschine. So. Wir sind hier angekommen. Christoph.
Das ist deine neue Spielwiese. Das ist dein neuer Spielplatz hier. Damit du Bescheid weißt. Was ist das denn? Nee, und dann kannst du noch mal, ab Montag geht's dann weiter. Komm hoch da, zack, zack. Schön hier. Ja, schön, das glaube ich. Hier komme ich gar nicht mehr hoch. So, wir fangen hier an. Hier vorne an, wenn ich sage Hep, sprinten wir nach vorne. Wenn ich sage Hep, geht's wieder nach hinten. Wenn ich sage Hep, geht's wieder nach vorne. Okay? Ich weiß, ich nerv dich heute, ne? Nein. Was ist das für ein Finger? Was war das juckt an der Nase. Das juckt an der Nase, warte mal ab. Dafür juckt das gleich hier. So, are you ready to take off? I am ready. Auf die Plätze, fertig und Gas! Hep! Und wieder zurück. Hep! Schön. Hep! Komm, explosiver. Hep! Hep! Komm, Christoph, komm. Hep! Komm, zieh durch. Zieh. Mehr. Hep! Komm, Christoph, zurück. Komm, zieh durch. Ich weiß, im Sand ist heftig. Hep! Und wieder. Komm, ich weiß, Leute. Wenn ihr das machen müsst, dann seid ihr am Arsch. Hep! Das kommt für den Mittelfinger eben gerade. Hep! Komm, zieh durch. Zieh. Und wieder zurück, komm. Ich habe aber nicht Hep gesagt. Hep! Komm, zieh durch, zieh! Komm, zieh durch! Gib Gas hier! Und zurück, komm! Schön! Und wieder zurück, komm! Und wieder, hep! Komm, was ist los? Bist du platt oder was? Komm! Und wieder zurück, komm! Komm! Wenn du platt bist, dann musst du hier liegen wie eine Flunder. Aber er ist platt, er kann nicht mehr sappeln, weil er ist eigentlich so ein Sappelking. Ja, Christoph, herrlich. Reicht, Mann. Herrlich. 2 Tage erholen, Montag geht's weiter. Die 2 Tage brauche ich jetzt auch. Alles klar. Einschalten, Leute, ist wichtig. Einschalten ist wichtig. Alter, wer ist platt, Leute? Das ist kein Spaß. So, wir müssen natürlich auch nach Hause wieder laufen, ne? So wie wir jetzt hingekommen sind, müssen wir auch wieder zurück, ne? Taxi! Taxi! Ich wollte tauschen, dass ich Fahrrad fahren darf. Scheiße. Aber hast du noch mal ein paar motivierende Sprüche für die zum Ende hier, zum Wochenende hin? Sagst du, das kann jeder schaffen oder was? Ja, natürlich. Wir müssen nur wollen, inneren Schweinehund überwinden und nicht lange überlegen, warum es nicht geht, einfach machen. Nicht fragen, einfach machen. Ganz genau. Das kann jeder. Geht raus, scheiß drauf, ob die Schuhdudis zu sind oder nicht. Rausgehen, ein bisschen laufen. Macht euer Tempo, dass man überhaupt was macht. Genau. Schon alles besser als einfach nur draußen rumsitzen. Genau. So, Christoph, wir verabschieden uns und sehen uns. Am Montag sehen wir uns wieder, ne? Ja. Und so, Leute. Montag in alter Frische. Genau, nicht vergessen: liken, kommentieren und abonnieren. Tschüss. Sag mal tschüss, Christoph. Tschüss, bis Montag, tschüss Wochenende. Danke. Schönen ersten Advent. Schönen ersten Advent.